Und danke fürs Wibbelchen. So, dann schauen wir uns jetzt mal hier in dem Stall um. Auf meinem Grabstein wird stehen, die Welt konnte er zwar nicht retten, dafür hat er sich einen guten Überblick über die Wäscheleinen der Umgebung verschafft. Hervorragend. Es sieht immerhin besser aus als das, was Opa kocht. Kuh müsste man sein. Igitt, nein, dann doch lieber Schimmelsuppe. Ach so, also doch nicht so gut. Sie sieht ausgesprochen zufrieden aus. Dass die Welt kurz davor ist, unterzugehen, scheint sie nicht zu scheren. Kuh müsste man sein. Zu melken bräuchte ich ein passendes Gefäß. Und viel wichtiger noch, einen triftigen Grund. Mu. Keine Antwort, okay. Was haben wir hier noch? Der Wind kommt aus Asten, Osten. Da komme ich nicht ran. Aber wozu auch? Er ist nur dafür da, um die Windrichtung anzuzeigen. Ansonsten ist er ziemlich nutzlos. Er wird wohl kaum antworten, wie alle höheren Wesen. Oh, da geht's auch rein, okay. Wozu die hier wohl steht? Sie scheint keinerlei praktischen Nutzen zu haben. Die war verdammt. Nein, Spot, du kannst später noch mit der Wippe spielen. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Pure Zeitverschwendung. Diese Wippe scheint überhaupt keinen richtigen Zweck zu erfüllen. Die war mega nützlich. Wie denn? Die Kurbel fehlt. Keine Kurbel, wir können den Brunnen nicht benutzen bisher. Gehen wir mal da drinnen gucken. Oha. Ein leerer Thronsaal. Diese Platte hier sieht anders aus. Der Boden wurde offenbar sehr notdürftig repariert. Nein, ich komme mit meinen Fingern nicht in die Rillen. Sie sind einfach zu wurstig. Warte. Pass auf, wo du hinkriegst, Spot. Der Boden hier ist ganz brüchig. Okay. Zählt nicht. Können wir es mit dem Stock? Nein, damit kann ich die Steinplatte nicht aus dem Boden lösen. Ich Auch bräuchte ein nicht. Werkzeug mit mehr Hebel. Mehr Hebel. Mehr Hebel haben wir gerade leider noch nicht. Der Thron ist leer. Wo ist der König? Where's the king? Nein, das steht mir nicht zu. Ach. Hallo, Majestät? Ist denn niemand hier? Sind Türklinken denn wirklich so aus der Mode gekommen? Diese verschlossenen Türen schlagen mir allmählich auf die Psyche. Sind Türklinken denn. Okay, hier haben wir noch ein Wandmosaik. Moment mal, so sieht doch das königliche Wappen nicht aus. Es ist vollkommen durcheinander. Und ein Teil fehlt. Und wer muss das wohl wieder in Ordnung bringen? Na, wir. Selbstverständlich wir. Okay, okay, oh Gott. Oh Gott. Wie sah denn das königliche Wappen aus? Das haben wir noch gar nicht in groß gesehen. Wo fängt man denn da an? Könnte das? Nee, oder? Das gehört wahrscheinlich eher in die Mitte. Irgendwie so. Und dann. Ja, nun. Wäre halt ganz geil, wenn man wüsste, wie es aussieht. Nein, ich will es nicht überspringen. Sehen wir irgendwo, wie das Wappen eigentlich aussieht? Hm. Dieser Teppich ist auf einer Stange aufgehängt. Er lässt sich offenbar verschieben. Ein
ein ergonomisch geformter Griff mit Drehachse. Ja, das muss ein Hebel sein. Möglicherweise. Oh. Ah! Oh. Spot wird in diesem Abenteuer wohl nicht mehr lernen, Hebel zu bedienen. Was soll's? Ich habe ja auch nicht gelernt, mich in einen Flammenball zu verwandeln. Obwohl ich eine gewisse Chance sehe, dass das noch kommen könnte. Spot wird in diesem Abenteuer... Ich habe ja auch... Genau, an der Stelle war bei mir ein fieser Bug. Das Wappen war überhaupt nicht da, konnte also nicht gelöst werden. Okay, das ist mies. Das ist sehr, sehr mies. Da ist ein Spalt hinter diesem Wappen. Moment mal, es scheint irgendetwas dahinter zu sein. Da scheint tatsächlich irgendetwas hinter diesem Wappen zu sein. Mal sehen. Nein, ich schaffe es nicht. Nein, ich kriege den Stock einfach nicht dahinter geklemmt. Die Lücke ist zu schmal. Oh. Hey, Spot, kannst du mir irgendwie helfen, dieses Wappen von der Wand zu lösen? So, und nun? Ja, nun machen wir ihn wieder dick. Ha, ahnte ich es doch. Ein, was wohl, ein geheimer Mechanismus. Interessant. An dieser Kette hängt offenbar das Gegengewicht für das Fallgitter da drüben. Davon lasse ich lieber die Finger. Wenn das Tor runterrauscht, würde mir die Kette die Handflächen zerfetzen. Der Hebel ist blockiert. Besser. Winnie, schlaf schön. Oh, hallo. Astronomieturm. Oh, Kobel. Hallo, du da. Bist du der königliche Astronom? Jotzen. Was? Jotzen? Was soll denn das bedeuten? Rombeka sitz sas ditzebück livim. Was? Rombeka sitz. Ja, genau. Danke, Ron. Jotzen und so weiter. Auch an Ilvi. Oh je, der Astronom spricht offenbar eine fremde Sprache. Astronomisch oder so. Ja, kacke. Hallo? Kannst du mich wirklich nicht verstehen? P-I-N-F-K-Q-V-I-F-O-L-D-F-L-V-I-L-F-P-A-D-F-T. Okay. Das war sicher sehr teuer. Darf ich eine Frage stellen? P-I-N-F-K-Q-V-I-F-O-L-D-F-L-V-I-L-F-P-A-D-F-T. Das werde ich mal als Nein. Darf ich eine Frage stellen? P... Darf ich eine Frage stellen? Nee, lass es einfach. Bei dem kommen wir, glaube ich, erstmal nicht weiter. Das scheint der Mechanismus zu sein, der das Planetensystem antreibt. Aber irgendetwas fehlt. Eine Kurbel? Darf ich eine Frage stellen? P-I-N-F-K-Q-V-I-F-O-L-D-F-L-V-I-L-F-P-A-D-F-T. Ein tiefer, dunkler Schacht wie mein Leben. Oh,
Da muss man aber sehr aufpassen, dass man nichts verschüttet. Ob ich das wohl ohne Hilfsmittel hinbekomme? Mit dem Getriebe scheint alles in Ordnung zu sein. Das lasse ich besser in Ruhe. Diese Mondsichel ist ganz schön scharfkantig. Das ist ganz schön beeindruckend. Ich muss zugeben, ich bin ernsthaft eingeschüchtert. Wir haben einen Schlüssel. Hier ist ein Band über Astronomie. Mal sehen. Wernicus ist größer als Frobel, aber kleiner als Afrius. Der mittlere Planet heißt Pornitus. Er ist der größte der 5 Planeten. Von der Sonne aus werden die Planeten immer größer und nach Pornitus immer kleiner. Silens ist der 2. Planet im Sonnensystem, aber nicht der 2. kleinste. Frobel wird häufig vom 2. größten Planeten verdunkelt, der eine Position näher zur Sonne steht. Aha. Was? Oje, es ist vollkommen durcheinander. Na dann mal los. Was? O bis U, A bis G, V bis Z, was? Jetzt ist aber richtig. A bis G, H bis N, O bis U, V bis Z. Ist doch richtig. Oder muss andersrum? Hä? Was ist denn das nun wieder für ein Ding? Ein Türklopfer ohne Tür? Ich sortiere das jetzt einfach mal. Oh, warte mal. Hallo? Kannst du mich wirklich nicht verstehen? Was? Wie? Warte mal. Ich kann dich ja doch verstehen. Sogar laut und deutlich. Was für ein Glück. Hoffen wir, dass es noch nicht zu spät ist. Zu spät? Wofür? Es gibt große Probleme. Der König, der Brunnen, das Gefüge von Raum und Zeit. Moment, Moment. Eins nach dem anderen. Wer bist du überhaupt? Ich bin der königliche Astronom. Der König hätte lieber ein paar Soldaten einstellen sollen. Wo sind die anderen Bediensteten? Geflohen. Und was machst du dann noch hier? Was schon? Die Ruhe bewahren. Wenn die Welt untergeht, dann ist es immerhin egal, wo ich bin, oder? Aber falls ein Held kommt, um die Welt zu retten, dann wird derjenige Hilfe brauchen. Du weißt also, was zu tun ist? In der Theorie, ja. Aber bevor du dir Hoffnung machst, die Chancen stehen schlecht. Wo finde ich den König? Im Augenblick leider gar nicht. Er hat sich in sein Gemach zurückgezogen. Und das liegt hinter der Tür da oben? Ganz recht. Die Tür lässt sich aber nur öffnen, wenn Wasser im Brunnen fließt. Und der Brunnen ist kaputt, richtig? So kann man das sagen. Was ist denn mit dem König? Es sieht nicht gut aus. Der König ist sehr geschwächt. Er benötigt das Wasser des Lebens. Aber der Brunnen ist versiegt und der Weg zu seinen Gemächern ist versperrt. Man müsste das Gefüge von Raum und Zeit wieder reparieren. Das würde sowohl den Brunnen als auch die Tür wieder zum Laufen bringen. Leider kann nur der König selbst das tun. Das klingt nach einem Teufelskreis. Es gibt gar keine Lösung. Ich sagte es ja bereits. Es sieht nicht gut aus. Was ist das Problem mit dem Brunnen? Das Gefüge von Raum und Zeit ist hinüber. Und mit Gefüge von Raum und Zeit meinst du? Dieses Planetenmodell da, ja. Es ist ein sehr mächtiges Objekt. Es treibt nicht nur den Brunnen an, es repräsentiert auch unser Sonnensystem. Es ist ein nahezu perfektes Modell. Oh, wie spannend, wenn man Astronom ist. Lass dich nicht täuschen. Planetenbewegungen, Tageszeiten, Jahreszyklen,
Dieses Modell misst in gewisser Weise den Herzschlag unserer Welt. Dabei ist es so genau, dass man fast sagen könnte, die Welt richtet sich nach ihm. Fest steht nämlich, dass beide Einfluss aufeinander haben. Die Welt richtet sich nach dem Modell? Ja! Ist das nicht faszinierend? Das heißt, wenn jemand das Modell repariert, wäre auch das Ende abgehalten? Theoretisch ja. Aber nur jemand von königlichem Geblüt könnte so etwas tun. Es ist einfach zu bedeutend. Aber der König sitzt hinter der Tür fest. Ja. Die sich nicht öffnen lässt. Genau. Weil das Planetenmodell kaputt ist. Das ist das Problem. Himmel, wer denkt sich nur immer diese absurden Mechanismen aus? Ich könnte doch helfen. Mach dich nicht lächerlich. Nur der König ist bedeutend genug, das Planetenmodell zu reparieren. Ja, aber der König ist nicht da. Lass es mich doch wenigstens versuchen. Was kann schon passieren? Kann die Welt etwa noch mehr untergehen? Da sagst du was. Na also, sag mir einfach, was ich tun soll. Oh, da gibt es gleich mehrere Sachen. Wie immer. Erst einmal fehlt Öl. Ohne lässt es sich nicht ankurbeln. Aber was viel schlimmer ist, ist, dass einer der 5 Planeten fehlt. Der Flüsterstein. Sagtest du Flüsterstein? Ja, er repräsentiert unseren Planeten im Raumzeitgefüge. Leider ist er verschollen. Ich habe noch Fragen wegen dieser Reparatur. Fragen? Was für Fragen denn? Hast du etwa nicht zugehört? Doch, aber es ist doch sehr viel Information auf einmal. Schon gut. Wo genau drückt denn der Schuh? Ich komme nicht an den Flüsterstein. Ohne den Flüsterstein können wir die ganze Aktion vergessen. Und nur die Sonne weiß, wo der Stein sich jetzt befindet. Ja, oder er ist irgendwo, wo nicht einmal sie hinscheint. Ach, nichts. Ich komme nicht an den... Ich finde kein Öl. Hast du schon im Alchemielabor im Nachbarturm nachgeschaut? Da hat mein Bruder früher immer Öl aus Olivenkernen destilliert. Mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Dein Bruder? Ja, er war der königliche Alchemist hier am Hofe. Was ist aus ihm geworden? Er starb eines natürlichen Todes. Naja, zumindest natürlich für einen Alchemisten. Auf der Beerdigung rauchten seine Stiefel. Noch immer. Wie lässt sich das Ding nur in Gang bringen? Das sollte kein Problem sein. Die Kurbel liegt hier irgendwo rum. Aber achte darauf, dass die Planeten in der richtigen Reihenfolge angeordnet sind. Und dass das Planetensystem gut geölt ist. Wenn du nur den geringsten Fehler machst, könnte es in einer Katastrophe enden. Ich versuche es lieber allein. Tu das. Ich bringe schlechte Nachrichten. Nicht sehr originell in diesen Tagen. Aber was soll's? Schieß los. Mir wurde prophezeit, dass ich die Welt zerstöre. Und dann läufst du schnurstracks in die Schaltzentrale des Sonnensystems? Ich will dich ja nur ungern kritisieren. Aber das klingt nicht so, als hättest du vorher reiflich darüber nachgedacht. Die Askel planen einen Angriff. Dann müssen wir uns beeilen. Nur der König kann uns vor den Askel schützen. Spot hat den Flüsterstein gefressen. Was sagst du da? Du weißt, wo der Flüsterstein ist? Nur in etwa. Mein Haustier hat ihn aufgefressen. Aber das darf doch nicht wahr sein. Wir brauchen den Stein, um das Gefüge von Raum und Zeit zu reparieren. Ohne ihn sind wir aufgeschmissen. Ich hätte ihn lieber rechtzeitig füttern sollen. Dein Gejammere bringt uns auch nicht weiter. Lass dir besser was einfallen. Ich such derweil schon mal mein Seziermesser. Nicht nötig. Mir fällt schon noch was ein. Ich bin kein Held, nur ein unbegabter Clown. Ein Clown, sagst du? Ja. Kein Held? Kein Prinz? Nein, nur ein Clown. Und nicht einmal ein besonders guter. Hast du wenigstens ein Muttermal? Oder eine auffällige Narbe? Nichts dergleichen. Tja, das ist wirklich schlecht. Ich könnte noch den ganzen Tag über Probleme reden. Es sieht in der Tat düster aus, mein Freund. Nettes Hörrohr. Was sagst du da? Schon gut. Ich glaube, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Was stehst du dann noch hier rum? Los! Die Zeit rennt uns davon. Ich habe absolut keine Ahnung, was zu tun ist. Aber nun, fangen wir mal irgendwo an, ne?
Gucken wir mal. Und mal wieder gibt es kein Schlüsselloch. Ach, das ist doch zum Heulen. Warte. Aber da ist ein Thronschloss. Hey, da war ja tatsächlich ein Geheimfach im Thron. Oh Junge, ich kann es kaum erwarten, da reinzugucken. Na, dann wollen wir doch mal sehen. Hey, was ist denn das? Eine Zange, eine Säge und ein Kuhfuß? Das ist kein königliches Geheimfach, das ist der königliche Werkzeugkasten. Jetzt ist es leer. Es gibt weniger sinnvolle Dinge in unserer derzeitigen Lage. Ja, damit sollte selbst ich das schaffen. Autsch. Oh, Schmerz. Oh, naja. Egal, wer braucht schon Schultergelenke, wenn er dafür Mosaikscherben hat? Richtig. Gut erkannt. Jetzt haben wir natürlich immer noch nicht gesehen, wie das königliche Siegel aussieht, ne? Verdammte Axt. Da ist es. Warte. Also dieses Ding ist in der Mitte. Und dann haben wir da oben sowas wie Flügel und da unten so ein Geschwurbel. Okay, alles klar. Gucken wir gleich mal. Wow, ein ganzer Eimer Wasser. Na, das macht doch die Blasen an den Händen alle mal wieder wett. Mhm. Scheint mir noch nicht so ganz richtig. Das sind die Flügel. Und dann muss das da unten hin. Die zwei müssen nach unten. Dann wäre es jetzt richtig. Ja, das habe ich ja toll gemacht, dass ich das jetzt genau falsch rum habe. Boah, Kinders, ey, Schieberätsel, ne? Uff.
Alter Verwalter. Sasu, hello. Puh, es wäre halt auch ein bisschen einfacher, wenn man erstmal eine Seite fertig hat, dann kann man sich mit der anderen auch dran orientieren. Ich weiß jetzt natürlich nicht, welche Seite ist gerade einfacher zu basteln, ne? Ist halt auch nicht cool. Das muss nach ganz oben, glaube ich, ne? Die beiden müssen eigentlich nach oben jetzt. Und das nach unten. Das wird so aber nicht. So hätten wir das. Oh Gott. Nee, aber so stimmt's auch gar nicht. Dann muss das ganz unten sein, oder? Oder? Uff. Und sah aber schon aus, als würde es so passen, fand ich irgendwie gar nicht. Findest du, das sieht aus, als würde es passen? Ja? Sieht das so passend aus? Hm, okay. Ja, probieren wir es mal. So, das müsste dann eigentlich hier sitzen, richtig? Aber genau andersrum, glaube ich. Hm.
Oh, ich will ja nichts sagen, ne? Aber das macht mich ein bisschen aggressiv, das Rätsel. Nein, was? Nein, stopp, warte, jetzt war. Okay, wenigstens speichert das, wo ich dran war. Ist die ganze Rede. Nee, 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 die ist nicht fertig. Und Herr Joachim, guten Abend dir. Nee, das ist alles noch nicht Tutti. Das darf so, das ist so alles noch nicht korrekt. Das hier muss erstmal irgendwie da oben hin. So irgendwie. Irgendwie. Sieht aber alles auch nicht so tutti aus. Ich muss das einfach nur richtig machen. Danke, Tim. Danke für diesen hervorragenden Tipp. Das sieht, glaube ich, richtig aus. Ich glaube, so sieht es richtig aus auf der rechten Seite. Okay. Jetzt den ganzen Schmuh nach links. Sie passt perfekt, aber die Farbe stimmt nicht. Das fehlende Teil müsste blau sein, aber nicht irgendein Blau. Es ist das königliche Himmelblau. Entschuldigung, dass ich gerade meinen Aquarellmalkasten nicht dabei habe. Ja, gut, nun.
Brauchen wir also noch irgendwoher bei Zeiten blaue Farbe. Ah, Sedgwick, kommst du voran? Ich war beim Astronom. Ich werde das Gefüge von Raum und Zeit flicken. Ich dachte, das kann nur der König. Tja, ich werde es trotzdem versuchen. Das ist sehr nobel von dir. Sinnlos, aber nobel. Ich habe dir wahrlich viel beigebracht. Bleib du ruhig hier. Ich gehe die Welt retten. Halte dich immer an das, was ich dich gelehrt habe. Anfängerin, dabei weiß doch jeder Profi-Abenteurer, dass er seinen Tuschmalkasten mitnehmen muss. Ja, Entschuldigung, ich bin Abenteurer in Ausbildung. Es sieht immerhin besser aus als das, was Opa kocht. Kuh müsste man sein. Die Kuh hat noch genug zu fressen. Ich glaube nicht, dass der Kuh das bekommen würde. Sie kann es ja mal anlecken. Nein, sie hat schon viel davon. Ich wollte es trotzdem ausprobieren. Nein, das würde ja an Kannibalismus grenzen. Wo ist das der andere Turm? Und mal wieder gibt es keine Klinke. Dafür hat die Tür diesen auffälligen Türklopfer. Leider ist er defekt. Der Ring fehlt. Das ist doch überhaupt kein Problem. Den haben wir doch dabei. Na endlich. Ein Farbmischregal. Natürlich müssen wir das königliche Blau jetzt noch selber zusammen... Das sind die 5 Elemente. Von links nach rechts. Vernin, Afrium, Silentium, Pornitium und Phrom. Am besten kann man sie anhand ihrer Farben unterscheiden. Phrom. Das lasse ich lieber hier hängen. Entweder ist es leer oder es beinhaltet einen Unsichtbarkeitstrank. Nein, keine Spuren einer Trickfalle zu sehen. Man sollte immer auf Nummer sicher gehen, bevor man fremde Kommoden öffnet. Geht nicht auf? Doch, geht auf. Ein Mörser haben wir dabei. Das ist eine Destille. So eine hat Oma früher benutzt, um Schnaps aus Flusselfen zu brennen. Die Bedienung ist ganz einfach. Man tut etwas zum Destillieren hinein und erhitzt den Kolben. Mhm. Oje, die Rohre stehen ja noch wie Kraut und Rüben. Überall sind offene Rohrenden, aus denen der Dampf entweicht. Und ich sehe nur 2 Korken. Das sollte ich schleunigst reparieren. Ach du Kacke. Oh, guck mal, toter Fisch. Das heißt, was mache ich denn da jetzt? Ihr seid die passende Uhrzeit für die ganzen Rätsel ausgesucht, aber sowas von. Aber sowas von, ey. 2 kaputte Rohre haben wir, also die müssen wir eigentlich... Nicht? Okay. Aber wir können die ja so frei stehen lassen, einfach ignorieren, oder? Also wir bräuchten einen Korken dann theoretisch hier unten. Aber was ist da mit den ganzen hier?
Ist ja auch irgendwie Bullshit. Das ist doch Schmu hier. Ich glaube, du brauchst Korken. Ja, ja, klar. Ich brauche Korken nachher, aber ich kann ja vorher erstmal das so zusammenbauen, dass das Sinn macht und ich hier nicht vier offene Enden habe. Also das ist fest, das ist fest. Hi, Spinne. Oh, ich kann halt sämtliche Rohre verstellen. Was soll denn das? Uff. Ah, das ist auch noch ein kaputtes Rohr da oben. Von wo nach wo muss ich denn überhaupt kommen? Vom Anfang bis Ende. Ja, aber wo ist Anfang und wo ist Ende? Wo ist denn Anfang und wo Ende? Hä? Ich meine, das hier kann ja nicht der Anfang sein, weil da komme ich ja gar nicht hin bis dahin. Hier ist das Ende, dann wäre das der Anfang, aber da komme ich ja gar nicht dran an die Stelle, weißt du? Das hier oben ja, aber hä? Wo muss ich hier hin? Unten rechts? Ja gut, wenn unten rechts, dann... Warte mal. Oh ja, guck mal, so sitzt es auf dem Teil drauf. Okay, das muss man aber auch dazu sagen, das sieht man nämlich nicht, während man in dem Rätsel drin ist. Okay, das muss also nach unten gehen. Und da müssen wir ankommen. Und das, indem wir nur zwei Korken brauchen. Hier ist ein kaputtes Rohr, das heißt, hier brauchen wir wahrscheinlich auf jeden Fall einen Korken. Na? So. Da ist zu. Da ist zu.
Ja, das passt doch eigentlich, oder nicht? Jetzt hätten wir das hier oben mit dem da unten verbunden und haben beide offenen Teile abgekorkt. Aber irgendwie kommt kein Yeah, wir haben es gelöst. Aber es sieht gut aus, finde ich. Das ist eine Destille. So eine hat Oma früher benutzt, um Schnaps aus Flusselfen zu brennen. Nicht? Keine Ahnung. Da steht ein leeres Fläschchen auf dem Sims. Nein, ich komme nicht ran. Was ist das? Ein Gerät, um Farben zu mischen? Oh je, Mini, das wird ja ein Spaß. Vielleicht gelingt es mir, die Farbe aus dem Wappen zu mischen. Blau, das königliche Himmelblau. Blau, das König. Ja, aber warum kann ich es nicht antatschen? Vielleicht gelingt es mir, die Farbe aus dem Wappen zu mischen. Blau, das königliche Himmelblau. Hey, kleine Füchsin. Aber ich muss doch hier irgendwas antatschen können, damit ich hier... Vielleicht gelingt es mir, die Farbe aus dem Wappen zu mischen. Blau, das königliche Himmelblau. Und Snake, danke dir fürs Follow. Für diese Farbe habe ich keine Verwendung. Die einzige Farbe, die mich interessiert, ist das königliche Himmelblau. Warum ist dieses Ventil hier kaputt? Ob sie weiß, was sie da macht? Naja, Farben mischen. Okay, zwei Ventile sind irgendwie kaputt. Warum entsteht aus lila grün? Why? Weil der Knopf unter lila grün ist? Ja, bestimmt. Mit Sicherheit wird es das gewesen sein.
den kann ich halt nicht deaktivieren. Na gut, es ist zwar nicht ganz das königliche Himmelblau, aber immerhin ist es blau. Wenn ich darauf schon rumpinsel, dann soll es doch wenigstens eine schöne Farbe sein, wie zum Beispiel das Himmelblau aus dem königlichen Wappen. Aber es ist doch blau. Warum ist denn das jetzt noch kein tolles Blau? Das ist doch ein super Blau. Ich finde, das ist ein hervorragendes Blau. Habe ich nicht schon genug Scherben verursacht? Warte mal, wir hatten doch... Irgendwo dazwischen liegt das königliche Himmelblau. Ja, ja. Deswegen, wir nehmen jetzt die Kreide und tun sie in den Mörser. Warum nicht? Super. Jetzt habe ich zermahlene Kreide und Schwielen an den Fingern. Ja. Und jetzt nehmen wir den Kreidestaub und tun den da rein. Dazwischen liegt das königliche Himmelblau. Ach, das reicht jetzt wieder nicht. Kann ich das da reinschütten? Irgendwo dazwischen liegt das königliche Himmelblau. Misch es doch einfach. Warum können wir es denn nicht einfach mischen? Nein, die Farbe muss nicht destilliert werden. Nein, das lässt sich nicht destillieren. Mal sehen. Es hat funktioniert. Ich habe weiße Farbe hergestellt. Irgendwo dazwischen liegt das königliche Himmelblau. Vielleicht sollte ich sie einfach mal mischen. Hey, wer sagt's denn? Ich habe es geschafft. Das königliche Himmelblau. Na bitte. Das königliche Himmelblau ist die perfekte Farbe für meine Mosaikscherbe. Viel besser. Hervorragend. Okay, wir können das Mosaik vervollständigen. Meine Güte, ey. Ich sag's euch, der Alchemieturm. Das ist das Mathe-Labor hier. Sie passt perfekt. Das Mosaik ist jetzt komplett. Nanu, was war das für ein Geräusch? Ich glaube, es kam von der Tür da hinten. Wieder ein geheimer Mechanismus? Schieb ab, löse das Schiebepuzzle, ohne es zu überspringen. Ja, haha. Guck mal. Rätsel überspringen, wo kommen wir denn da hin? Ja. Okay. Man hätte... du kannst die überspringen. Du kannst auch das Rohrrätsel überspringen, aber ich überspringe keine Rätsel. Wo kommen wir denn da hin? Rätsel werden nicht übersprungen. Die Folterkammer, Keller, Kerker, was auch immer, gucken wir uns beim nächsten Mal an.